Dass ich hier nicht streamen darf. Wie kommen Sie denn drauf, dass ich der Demo gehöre? Die kennen von da drüben, wir kennen sich schon. Ich hab dich ein paar Mal gesehen. Sie kennen mich schon, wir haben was machen können. Woher kennen Sie mich? Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Was habe ich denn gemacht? Ich filme hier nicht die Demo. Warum darf ich diese Filme nicht filmen? Weil sie keinen Presseausweis haben. Einen Presseausweis braucht man nicht. Ich muss nicht meine Arbeit als Pressekritiker nachweisen. Ja, genau, genau. Gehen Sie einfach zurück. Ja, hier. Das ist das. Das ist hier die Polizei. Wir haben ja was verloren, ja. Jetzt baut sich hier die Polizei vor mit auf, wenn wir hier Angst einjagen. Ja, was soll das? Sind wir ehrlich. Sie sagen, Sie kennen mich und deswegen dürfte ich diese Demonstration von der linken Szene da drüben nicht übertragen. Ja. Jawohl. Ich bin nicht ausgemacht. Soll ich da zwei Leute mitgeben? Für was? Ja, wo würden wir? Ja, ich komme da sowieso nicht drüber. Die Polizei. Die Polizei wird sich niemals an kleinen Stark oder überlegene Leute ran. Ja, die sagen ja, ich wäre kein Pressevertreter oder so. Was? Ja, braucht man nicht für Deutsch. Es gibt die Pressefreiheit. Die haben ja gesagt, die kennen mich, ne? Aber. Gerade. Na ja, gut, dann. Also hier hinter der Vorderfront kann ich dich nicht schützen. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Rechtsanwalt Lorek. Machen wir erstmal mal in die Richtung, da versteht man das ein bisschen. Rechtsanwalt Lorek aus Dresden. Okay. Hier als Ordner für die Versammlung hier. Okay. Du gehörst auch hier mit so den Anmeldern dieser Demonstration? Nee, ich bin extra zugebeten worden, weil die Leute hier wollten, dass Ruhe herrscht. Ja. Und es hat beim letzten Mal schon eine Konfrontation hier gegeben zwischen den Herren von der Gegendemonstration und den Patrioten. Ah. Und das haben wir damals glätten können. Also es gab niemand, der sich hat provozieren lassen. Ja. Und das machen wir eben dieses Jahr wieder. Die Herrschaften von der Polizei meinten ja auch, sie kennen mich, ne, und fragen mich dann nach einem Presseausweis. Wo ich mich frage, dann lass dir doch einen ausstellen. Ja, aber das kostet 30 Euro, dann hat sich aber man braucht ja keinen Presseausweis. Ja, hast recht, aber trotzdem, wenn so, die Leute sind papiergläubig. Wenn die ein Dings sehen, dann freuen die sich. Aber wenn sie schon sagen, dass sie mich kennen und mich dann hier von der Demo schmeißen, ist. Na gut, also hier ist jedenfalls meines Wissens nach Niemandsland. Bei uns immer willkommen und die Bilder werden vermutlich nicht schlechter. Ja, ich denke auch. Womit rechnest du hier? Beim letzten Mal hast du ja gesagt, es gab hier schon Übergriffe. Was ist passiert? Ja, vorletzten Mal gab es einen Angriff auf den Infostand. Ja. Und naja, dann bin ich halt hergebeten worden mit ein paar anderen Herrschaften, die da in solchen Situationen klarkommen. Und beim letzten Mal bei der Demonstration, die dann nachher dort durch diese Straße rauskommt, gab es also fast eine Konfrontation. Okay. So. Und da ist mein Job, die eigenen Leute zu beruhigen, den Sand ignorieren, lassen wir die provozieren. Ja, Gewalt bringt ja letzten Endes auch nichts. Ne? Das ist ja auch genau das, was man hier will sehen will. Ja. Ich habe jedenfalls nicht den Wunsch gehört vom Versammlungsleiter, dass es irgendwelchen Krach geben sollte. Ja. So, ich muss jetzt erstmal herausfinden, wer das angeordnet hat, dass ich hier als Grüße eine Demo verlassen soll. Okay. Reden wir erstmal noch mit der Polizei drüber. Ja. Und ja, danke, Woody Steiner, für deine tschechischen Fragen. Also, der Chef ist eigentlich er hier, der jetzt der Linke, der jetzt dort drin. Der ist eigentlich in Ordnung. Der Linke? Der. Ja. Okay, alles klar. Polizeikommissar, Name ich weiß. Ja, Namen sind wahrscheinlich auch besser, wenn man die hier lässt. Okay, gut. Alles klar. Gut, danke. So, dann reden wir mal kurz noch mit der Polizei. Haben wir schon. Sie sind zu kalt in den Herzen, doch wir kämpfen bis an. Erik! Keine Namen! So, der Polizist, der hier gerade das Sagen hat, ist gerade noch am Klamüsern mit der Ordnern und mit den Anmeldern. Werden wir mal sehen, ob er vielleicht noch gleich eine Sekunde für uns hat. Ja.
Entschuldigung, Verzeihung. Sie haben ja hier ein bisschen den Hut auf gerade. Habe ich das richtig mitbekommen? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich Reporter aus Leipzig, berichte halt viel über Demonstrationen. Jetzt haben mir eine ihrer Kollegen da drüben schon gesagt, dass ich nichts da drüben, beziehungsweise in der Mitte, zu suchen hätte. Ich war ja auch nicht mal bei der Demo da drüben und dürfte halt nicht filmen, weil er mich halt kenne. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Ich sag's mal so, mir wurde auch schon gesagt, dass ich mit Ihnen schon mal irgendwie Reibereien, aber so einen Kollegen gab. Was können Sie verstehen, was Sie unter Reibereien meinen? Kann ich nicht genau beurteilen, ja. Da kommt es wohl nur mit Ihnen, wenn das mein Kollege sagt. Wegen möchte gerne Reibereien, wo niemand weiß, was jetzt dahinter stecken soll. Brauchen jetzt mit mir da nicht zu diskutieren, ich nehme so auch mal rein, den Kollegen nicht in Schutz. Ja, ich habe auch gerade gehört. Ja, mit wem kann ich denn damit drüber diskutieren? Das kann ja nicht sein. Haben Sie einen Presseausweis? Der brauche ich nicht. Ich bin ja schon bekannt, so wie es scheint. Wenn Sie keinen Presseausweis haben, kann ich Ihnen keine Sonderbehandlung. Sie können einfach meinen Namen eingeben bei YouTube. Da sehen Sie, dass ich 12.000 Abonnenten. Das ist nicht egal. Ich brauche keinen Presseausweis. Ich muss meine Reportertätigkeit Ihnen gegenüber nachweisen können. Und das kann ich mit einem 12.000 Abonnenten-Kanal. Ich auch noch. Naja. Okay. Ja, brauche ich hier. Ich muss jetzt in der Freude. Der Name ist, wir führen Dialog. Ich habe den Polizisten nach seinem Namen und seinem Dienstnummer gefragt. Und nicht mal das konnte er mir sagen. Hunde sind da jetzt verboten. Kläre ich das hier mit irgendeinem scheiß Polizisten, der hier den Hut auf hat, warum ich nicht bei dieser Demo filmen darf. Die Polizei ist der Meinung, dass der Polizist mir hier nicht seinen Namen oder eine Dienstnummer geben braucht, weil ich kein Reporter bin und deswegen er auch nicht gegen die Pressefreiheit verstößt. So, man kann hier vielleicht noch den Namen sehen. Dieses Wagen. Und es ist, ja, der Mann, der sich dort hinten versteckt hinter der Tür. Ja, er kann mir nicht mal seine scheiß Dienstnummer sagen. Das sind hier Zustände. Ja. Bestes Deutschland mal wieder. Er wollte einen Presseausweis. Ich sage ihm, man braucht keinen Presseausweis. Ich muss ihm letztlich meine Pressearbeit nachweisen können. Und das kann ich. Und die kennen mich ja offiziell schon. Probleme werden dadurch nicht gelöst, sondern nur auf andere Plätze verschoben. Es darf nicht länger hingenommen werden, dass unsere Heimat No-Go-Areas für Einheimische entstehen, weil sich die Menschen schlichtweg nicht mehr sicher fühlen. Schluss mit falschen Rücksichtsnahme und realitätsfernen Integrationspolitik. Die geltenden Gesetze müssen endlich wieder konsequent angewendet werden. Die Herrschaft des Unrechts muss auf allen Ebenen bekämpft werden. Können Sie mal andere kurz die Kamera nicht nehmen? Nee, Europa, bitte? Können Sie mal kurz die Kamera nehmen? Nee, das geht nicht. Ich muss Wände frei haben. Okay, das ist mal hier der Kollege. Es ist kein Hexenwerk, den Asylwahnsinn zu stoppen. Man muss sich nur im nahen Ausland orientieren und die eigenen Gesetze beachten und anwenden. Dann wäre man schon auf dem richtigen Weg. Das ist das, wofür wir hier stehen. Wir wollen grundlegend Veränderungen schaffen, aufklären und einfach, wir müssen darüber reden dürfen und dürfen uns nicht von Linken das Wort verbieten lassen. Darum sind wir hier. Ich danke jedem, der hier ist und auch allen Leuten, die sich einbringen und immer unterstützen. Vielen Dank. Jetzt gebe ich das Wort erstmal an Wolfgang aus dem Erzgebirge. Ein herzliches Glück auf nach Hochlitz. Als Auftakt mit größerer Wucht stellt sich die Vernunft dem Bösen entgegen. Wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht und wir sind zornig. Da ich auch Enkelinnen in diesem Alter habe, welche täglich zur Schule gehen, kann ich nicht ruhig sein. Insbesondere, dass in dem Ort Illerkirchberg in Baden-Württemberg schon im Jahr 2019 zu einer Massenvergewaltigung in einer Flüchtlingsunterkunft einer damals 14-Jährigen gekommen ist. Die Täter kamen mit einer recht geringen Haftstrafe davon und sind bei guter Führung nach 2 Jahren wieder auf freien Fuß. Aber dem Opfer ist die Seele zerstört worden und das ein Leben lang. Das lässt sich niemals heilen. Ignorieren das unsere Politiker, haben die keine Kinder und Enkel. Und Frau Faeser lässt den jetzt freigelassenen Vergewaltiger noch nicht einmal abschieben. Wo leben wir denn?
Sollen die noch Pubertätsblöcke nehmen, meinetwegen früh, Mittag und Abend, anstatt es unseren Kindern zu füttern? Übrigens, Zina heißt im Islam Vergewaltigung und wird mit der Todesstrafe bestraft. Welchen Glauben werden die Vergewaltiger wohl haben? Aber bei uns gibt es wieder Denunzianten, die melden wie Rauchmelder. Nazi, Rassismus, Sexismus, Nationalismus, Klimaleugner und Homophobieverdacht. Das sind die denunziantischen Trüffelschweine und solchen Beauftragten mit ihrem dummen Gendergelabere. Zum Verständnis, sein, ja. Nun einmal ein paar Äußerungen der ehemaligen Hilfsköchin aus der DDR und seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages ohne Abschluss, Katrin Göring-Eckardt. Übrigens mit jetzt 8.500 Euro Rentenanspruch im Monat. Für was eigentlich? Natürlich gehört der Islam zu Deutschland. Und natürlich gehören Muslime zu Deutschland. Und ich finde, darüber können wir ganz schön froh sein. Es wäre langweilig, wenn wir es nur mit uns zu tun hätten. So gesagt im öffentlich-rechtlichen RBB-Radio in der Sendung Kandidatencheck vom 18. September 2017. Und weiter, wenn die Integration teuer wird, wollen die Leute nicht länger an der Nase herumgeführt werden, sondern von den Politikern die Wahrheit hören. Ja, es kostet was, aber am Ende profitieren wir alle davon, mit mehr Sicherheit, übrigens auch soziale Sicherheit. Und Nancy Faeser, ich stehe für Sicherheit in einer modernen und offenen Gesellschaft. Prima. Und der Grüne, Josef Fischer, in der Welt vom 7.2.2005, also vor 18 Jahren. Deutschland muss von außen eingehegt und von innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi verdünnt werden. Jetzt sind die Grünen an der Regierung und alles wird genauso umgesetzt. In Deutschland werden jeden Tag 12 Frauen oder Mädchen von einer Männergruppe vergewaltigt. Jeder zweite von denen hat keinen deutschen Pass. Soll es auch in Rochlitz so weit kommen? Nein! Morgen kannst du oder du dran sein. Egal ob mit Messer, Machete, mit dem Auto, mit dem Beil, ob du über den Markt läufst oder im Rollstuhl sitzt. Es kann dich jederzeit treffen. Auch im Zug. Immer neue entsetzliche Taten, wie der Mord an einem 14-jährigen Mädchen, reihen sich wie eine Blutspur aneinander. Und die Politik sagt sinngemäß, gewöhnen Sie sich dran, gehen Sie weiter, das ist die Normalität. Diese Regierung hat jeden Begriff dafür verloren, wer sie ins Amt gebracht und gewählt und wessen Interessen sie zu vertreten haben. Und nicht das eigene Volk zu drangsalieren und schutzlos jeder Weg hier preiszugeben, aus einem seltsamen Gefühlsgemisch von falsch verstandener Toleranz, vergötterter Diversität, romantisierter Liebe zur Buntheit und Blindheit vor den Folgen einer komplett ungeregelten, übermäßigen und rücksichtslosen der eigenen Bevölkerung gegenüber inhumanen Einwanderungspolitik. Inhumanen Einwanderungspolitik. Wer die Grünen wählt, wird sich später mal bitterste Vorwürfe machen. So Helmut Schmidt vor Jahrzehnten. Und für mich sind das nur wohlstandsverwahrloste Kostgänger. Und hier noch ein paar Zahlen laut aktueller Kriminalstatistik. Januar bis September 2021
mit tatverdächtigen Zuwanderungen. 3 Quartale. Vermögens- und Fälschungsdelikte 47.870. Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit 34.163. Diebstahl 28.976. Rauschgiftdelikte 16.890. Sexuelle Straftaten 3.670. Straftaten gegen das Leben 251. Sonstige Straftatbestände 29.231. Das sind 596 Straftaten pro Tag durch aus fremden Kulturen kommende. Das Schlimmste jedoch sind die Morde und Mordversuche fast täglich. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Mädchen als Kind oder Enkel und das wird vergewaltigt, oft sogar mit Massenvergewaltigung. Es reicht doch schon eine sexuelle Nötigung. Das kommt laut Statistik reicht es 13 Mal am Tag vor. Dieses Mädchen hat einen Knacks für das ganze Leben erlitten. Und die Täter, wie gesagt, das sind nicht meine Zahlen, sondern die der aktuellen Kriminalstatistik von Januar bis September 2021. Trotz allem wünsche ich eine ruhige Woche für uns alle und bleibt schön gesund. Bravo! Vielen Dank, Wolfgang. Bevor wir dann zum Spaziergang antreten wollen und Martin Kollmann uns zum Glück heute auch mal besucht, vielen Dank dafür. Wollten wir ja einen Dialog führen. Und wir bieten die Möglichkeit an, auch gerne einen Sprecher von da drüben, entweder wir hören zu oder kommt an unser Mikrofon und sprecht gegen die Argumente, die jetzt hier vorgetragen wurden, in deutlichen Worten. Die Möglichkeit besteht. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Also scheinbar keine Argumente. Na gut, könnte man es ja denken. So, Applaus für Martin Kollmann! Ja. Hallo Rochlitz. Bin jetzt ein bisschen... Ich gebe mal die Hoffnung noch nicht ganz auf. Hier ist es ja gerade ruhig. Vielleicht reden die ja gleich und wir können zuhören. Also man versucht hier noch einen Dialog aufzubauen. Sehr schwierig. Also wenn ihr jetzt was reden würdet, dann würden wir zuhören. Ja, das ist leider scheinbar nicht geplant. Und damit ist, denke ich, eine Chance vertan. Denn unser Ziel ist es jedenfalls, dass man erstmal Probleme miteinander löst. Nicht gegeneinander. Oh, jetzt ist doch Ruhe. Hallo? Wollt ihr was sagen? Nein, wollt nichts sagen. Das ist schade, ja. Die wurden so geboren, ja, wird so geboren. Wahrscheinlich stimmt das. Nee, ich glaube nicht. Die wurden so erzogen. Ne? Und wer sich dem Dialog verweigert, der muss sich leider nachsagen lassen, dass er keine Argumente hat. Da heißt das hier auf den Plakaten, was da steht, und Rassisten und überhaupt Ausländerfeinde. Also dazu müssen wir mal was Grundsätzliches sagen. Auch wenn es eigentlich meistens nicht angebracht ist, sich gegen dumme Angriffe zu verteidigen, wenn man merkt, sie sind dumm, aber der Vorwurf ausländerfeindlich, der kommt ja auch manchmal in den Medien. Da müssen wir was dazu sagen. Das ist nämlich ein Schuh, den wir uns alle nicht anziehen müssen. Wir als freie Sachsen nicht und wir als Sachsen überhaupt gar nicht. Sachsen war in den letzten 1000 Jahren auch davon geprägt, dass Leute von woanders her hierher gezogen sind. Das handelte sich in manchen Zeitepochen um Flüchtlinge. Das waren oftmals Tausende, die wegen ihres Glaubens vertrieben wurden in Böhmen, in Österreich.
die sind in Sachsen aufgenommen wurden. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier in Rochlitz. Oh, jetzt können wir doch zuhören. Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind. Danke dafür. Ich unterbreche, um der Gegenseite zuzuhören. Hand in Hand, denn nur Hand in Hand können wir dieses Land wieder voranbringen. Und das funktioniert nicht mit Ausgrenzung und mit Hass, sondern das funktioniert nur gemeinsam, wenn wir alle zusammenstehen und zusammenhalten. Und dafür stehen wir heute hier. Den da drüben, den sagen wir heute ganz deutlich, jeder kann seine Meinung haben, jeder kann sagen, was er für richtig hält. Aber wenn er gegen Menschen hetzt, gegen Minderheiten, gegen Leute, die alles verloren haben, dann haben sie ein Niveau, das wir in Rochlitz nicht dulden. Da hat er recht, das würden wir auch nie tun, aber ihr da drüben seid gegen Minderheiten. Auf Kriegspropaganda! War's das schon? Ja, schade. Aber wir bleiben aufmerksam und unterbrechen gerne wieder für wertvolle Beiträge von der Gegenseite. Also, wir waren stehen geblieben bei Sachsen. Oh, schon wieder. Die würde ich nehmen. Also, wenn Sie mir die Möglichkeit eröffnen... Ich habe letzte Woche schon erwähnt. Ja, gerne. Vor 2 Wochen. Ich finde es witzig, dass es so zum Gespräch wird. Ich habe vor 2 Wochen schon einen Redebeitrag gehalten, an dem hat sich nicht viel geändert. Ich würde ihn einfach nochmal vorlesen, um zu zeigen, wie gesagt, was das für eine Gruppe hier ist. Das ist gut, weil ich finde es erstmal sehr schön, dass sich so viele Leute hier auf dem Markt versammelt haben. Denn unser Ziel ist es, gegen rechte Hetze hier auf die Straße zu gehen, und das ist wichtig. Es ist ein Protest von der Zivilgesellschaft, ich habe das vorhin schon mal genannt. Ich finde es sehr traurig, dass eben viele Leute anscheinend, also gerade an die Stadträte da drüben, sie sehen mich ja und hören mich ja, es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Ich verstehe nicht, warum sie das da drüben machen müssen. Es ist so, dass die Freien Sachsen es vielleicht anders darstellen wollen, aber der Protest von uns ist getragen von den Rochlitzern Bürgern. Ja, und es ist so, dass wir eine bunte Stadt sind, immer waren und auch sein wollen. Wir wollen Menschen helfen, die vor Krieg fliehen. Denn Menschen, die vor Krieg fliehen, haben alles verloren. Das wurde eben gerade eben schon gesagt. Und das möchte ich hier auch nochmal unterstützen. Wir müssen uns bewusst machen, was die Freien Sachsen hier überhaupt wollen. Denn sie wollen gegen Kinder hetzen, gegen Menschen hetzen, die vor Krieg fliehen. Und das kann nicht das sein. Also, wenn man sich hier hinstellt und dann hier anfängt, über Inflation zu machen oder so. Aber der Hauptgrund ist, dass sie gegen Menschen hetzen. Es ist eine menschenfeindliche Gruppe. So, naja, wir werden gleich darauf antworten. Und wir als Rochlitzer stellen uns sehr klar gegen die Instrumentalisierung von Rechtsextremen. Und wenn wir uns den Redner anschauen, also letztes Mal war es Stefan Hartung, ich habe es gerade eben schon erwähnt, der für die NPD im Kreistag saß im Erzgebirge. Es ist eben nicht irgendeine Partei. Es ist eben auch nicht es sind nicht irgendwelche Politiker, sondern Menschen, die bereits in der Vergangenheit sehr häufig gegen Flüchtlinge, gegen Kinder gehetzt haben. Der NPD-Politiker hat damals bei der Oberbürgermeisterwahl 19% geholt. Ohne Zweifel sind das Menschen, die gefährlichsten Rechtsextremen mit, die wir in Sachsen haben. Und das vergessen wir oft. Und das ist ein Problem. Applaus für die Gefährlichen, jawohl. Das Problem bei der rechtsextremen Vereinnahmung, gerade im ländlichen Raum, ist, dass, und es betrifft nicht nur Rochlitz und auch nicht nur Sachsen, es ist die sogenannte politische Mitte, die vor diesem Problem die Augen schließt. Die Zivilgesellschaft in Rochlitz will sich hier nicht vereinnahmen lassen. Und das haben wir auch bei den Plakaten beispielsweise gesehen, die hier in der Stadt in vielen Geschäften hängen. Denn Herz statt Hetze ist das Motto, was immer gilt. Wir können nicht Rochlitz diesen Leuten überlassen. Das sind Menschenfeinde, das sind Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen. Davon, das müssen wir wissen. Und wann kommen jetzt die schlimmen Vorwürfe? Und euch soll gesagt sein, so lange Menschen in Rochlitz aktiv sind, so lange wird es auch einen Gegenprotest aus der Zivilgesellschaft geben. Denn wir haben es in der Geschichte erlebt. Wir haben erlebt, was passiert, wenn wir rechtsextremen Menschen die Demokratie überlassen. Und es funktioniert nicht, Rechtsextreme einzubinden. Es hat in der Geschichte nie geklappt und es wird auch nicht funktionieren. Ich wurde gar nicht bezahlt. Dankeschön.
soziale Fest, der Dialog beginnt. Es wird geantwortet. Danke für den Beitrag. Ich denke, vielleicht hört ihr uns jetzt eine Weile zu und dann wir wieder euch. Können wir das so machen? Mach doch einfach, Martin. Also wir würden uns darüber freuen. Wir wollen Dialog. Nun, da drüben ist jetzt erstmal Ruhe, dann können wir weitermachen. Also Sachsen zum dritten Mal war über 1000 Jahre auch geprägt von Leuten, die von woanders hierher kamen. Und das war selten ein Problem und oft eine Bereicherung. Warum war das so? Es waren Leute, die sind hierher gekommen, weil ihnen unser Land gefallen hat, weil ihnen unsere Regeln hier gefallen haben, weil sie auch nach solchen Regeln leben wollten, weil sie hier mit ihrer Hände Arbeit ihr Glück schaffen wollten. Und das ist gut und dafür soll unser Land auch weiterhin offen sein. Es waren oft auch Leute, ich habe es schon angesprochen, die verfolgt waren. Die böhmischen Brüder zum Beispiel, die in Sachsen untergekommen sind, die waren mit dem Tode bedroht aufgrund ihres Glaubens. Die haben uns Sachsen hier nicht tyrannisiert. Die haben hier keine Straftaten begangen. Die waren dankbar, dass sie aufgenommen worden sind. Und solche Gäste, gegen die haben wir auch heute nichts. Und ich will mal ein paar Jahrhunderte überspringen und darauf verweisen, dass es im letzten Jahr überhaupt kein Problem war, tausende Ukrainer in Sachsen aufzunehmen. Ich habe nie gehört, dass jetzt deswegen sich jemand nicht mehr an die Stadt traut, weil da Dimitro und Volodymyr die Straßen unsicher machen. Das ist nicht passiert. Entsprechend haben wir keine Demos gegen die Aufnahme von Ukrainern veranstaltet und ich habe auch nicht von solchen Demos gehört. Solche Demos gab es nicht. So, offensichtlich möchte man da drüben nicht mehr zuhören, weil es wohl unangenehme Wahrheiten sind. Es gibt aber eben einen Unterschied. Das ist richtig. Kommt jemand hierher, der grundsätzlich bereit und gewillt ist, sich anzupassen, oder kommt jemand hierher mit folgenden Absichten? Dieses Land ist unser Land und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen und es der islamischen Umma und der Menschheit insgesamt zur Verfügung stellen. Das sagte nicht irgendein radikaler Hinterhofimam. Nein, das sagte Ibrahim el-Sayyad, Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland. Das sind die Leute, die von der Bundesrepublik als islamischer Verband anerkannt sind. Das sind die Leute, die Islamunterricht an deutschen Schulen unterrichten. Deren Vorsitzender sagt uns klar, dass er dieses Land verändern möchte mit seinen Moslems und es der Umma, also der Gemeinschaft der Moslems, zur Verfügung stellen möchte. Das sind eben keine Gäste, die sich unseren Regeln anpassen wollen. Das sind Eroberer und sie sagen es sogar ganz offen. Und noch was an die Herrschaften da drüben. Barmherzigkeit, Nächstenliebe, die oftmals hier ins Feld geführt werden, das sind private Themen. Ein Mensch kann jemanden aufnehmen, kann damit Barmherzigkeit üben. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich muss es doch als Beispiel nennen. Wir hatten letztes Jahr bei uns zu Hause mehrere Monate eine ukrainische Familie wohnen mit 4 Kindern. Und zwar hat es den Grund, erstens, ich habe volles Verständnis, dass man Kinder nicht unbedingt gerne da lassen will, wo Bomben fallen. Und ich habe noch mehr Verständnis, dass man mit Kindern, gerade mit Mädels,
nicht in einem Asylheim wohnen möchte, Tür an Tür mit diesen Leuten, die gerade hier in Rochlitz eingezogen sind und noch weiter einziehen sollen, nämlich mit jugendlichen Arabern. Deswegen haben wir eine ukrainische Familie bei uns zu Hause aufgenommen. Wenn alle ihr da drüben euren Syrer, euren Eritreer bei euch zu Hause aufnimmt, habt ihr meine Hochachtung. Und dann denke ich, könnt ihr diesen Menschen bei der Integration gut behilflich sein, und zwar besser, als in so einem Wohnheim je möglich sein wird. Und dann denke ich, wird das Problem gleich gelöst sein. Also bitte, ich muss es jetzt so sagen, folgt meinem Beispiel, nehmt die Leute, für die ihr hier demonstriert, dass sie aufgenommen werden, wirklich bei euch auf. Denn Nächstenliebe auf Kosten und auf Risiko anderer, das ist keine Liebe. Das ist Gratismut, das ist Gutmenschentum. Und Gutmenschentum ist das Gegenteil von guten Menschen. Das ist einfach billige Effekthascherei. Wenn ihr hier demnächst wiederkommt, dann hoffe ich doch, dass an eurem Mikrofon Leute sprechen, die von ihren Erfahrungen mit den beiden Syrern, die sie zu Hause aufgenommen haben, berichten. Oder mit den zwei Eritreern, denen sie ihr Wohnzimmer zur Verfügung gestellt haben. Ich bin gespannt. Und wenn ihr das tut, dann nehme ich euch wieder ernst. Jetzt habe ich schon angefangen, also wir haben erst gesagt, was wir nicht wollen. Dann haben wir gesagt, was das Problem ist, und jetzt haben wir schon angefangen, was die Lösung sein könnte. Wenn nämlich alle die, die sich mit Ausländerfreundlichkeit zur Schau stellen, diese eben mal ganz praktisch demonstrieren würden. Und natürlich haben wir so unsere Erfahrung und wissen, dass das höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Vielleicht kann mir der ein oder andere von da drüben doch einen positiven Überraschungseffekt geben. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Aber was machen wir denn, wenn sie es nicht tun? Wenn dieses Heim, was jetzt schon zum Teil besiedelt ist, aber noch viele freie Plätze hat, noch voller wird, wenn diese Stadt, besonders in den Abendstunden, von jungen Nordafrikanern, Arabern übernommen wird, nicht nur die Stadt, sondern andere und Dörfer auch. In vielen Städten kann man es schon beobachten. Tja, liebe Freunde, wir haben in den vergangenen Jahren endgültig gelernt, dass dieser Staat nicht für uns da ist, sondern gegen uns da ist. Dass er insbesondere nicht für unsere Sicherheit da ist. Ich weiß gar nicht, wo ist hier das nächstliegende Polizeirevier? Mittweil da oder so? Rochlitz hat noch eins, dann habt ihr Glück, ja. Wir sind dann nachts wahrscheinlich zwei Mann da, die im Dienst sind. Wir haben in Chemnitz damals dahingehend reagiert, dass wir als Bürger, wie es eigentlich auch jahrhundertelange Tradition ist, auch unsere Sicherheit wieder in die Hand genommen haben. Wir haben Bürgerstreifen gebildet. Wir sind nachts und abends unterwegs gewesen und sind durch unsere Stadtteile gegangen, friedlich, um aufzupassen. Und ich kann euch was sagen. In einem Problemstadtteil ist es gelungen, dass diese Bürgerstreife sich selbst überflüssig gemacht hat. Sie hat nämlich allein durch ihre Präsenz dafür gesorgt, dass sich manche Leute etwas anders verhalten haben. Und dass die Leute eben abends keine Angst mehr haben mussten. Und das möchte ich ausdrücklich als Beispiel nennen. Macht das hier auch. Schließt euch zusammen, man braucht nicht viele Leute. 5 Leute, 10 Leute, wir geben gerne rechtliche Schulungen.
Was darf so eine Bürgerstreife, was darf sie nicht? Ein bisschen was kann man da wissen, was man dazu sagen kann. Sie darf mehr als viele denken. Sie darf im Ernstfall sogar Leute verhaften. Das darf nicht nur die Polizei. Aber das muss sie meistens gar nicht. Denn eins wollen Straftäter alle nicht. Sie wollen nicht erwischt werden. Und alle, alleine die Präsenz, die sichtbare Präsenz von wachsamen Bürgern ist oftmals schon sehr ausreichend, um die Sicherheitslage in einer Stadt, in einem Dorf zu erhöhen. Ich möchte ausdrücklich dazu ermutigen, bildet solche Bürgerstreifen und nehmt eure Städte wieder selber in die Hand. Wir haben uns abgewöhnt, nach dem Staat zu rufen, wenn wir Probleme haben. Genauso wie wir es zu Corona-Zeiten nicht beim Demonstrieren belassen haben, sondern die, die den Quatsch nicht wollten, die, die nicht eingesperrt werden wollten, haben sich selber Möglichkeiten geschaffen, eben doch ein halbwegs normales Leben zu führen. Und genauso müssen wir hier auf diese planmäßige Beschränkung und Bedrohung unserer Sicherheit, die genau von den Leuten ausgehen, die für unsere Sicherheit ja eigentlich da sein sollten und damit auch angeben. Das ist ja einer der Gründe, warum man uns die Hälfte unseres Einkommens wegnimmt, weil man dafür angeblich für unsere Sicherheit sorgt. Wenn man uns aber die Hälfte unseres Einkommens wegnimmt und noch mehr und ausgerechnet dann noch unsere Sicherheit gefährdet, dann hat dieser Staat seine Legitimation noch mehr eingebüßt. Niemand möchte hier den Staat delegitimieren, keine medizinische Beratung und keine finanzielle Beratung. Und dann hilft auch aus diesem Gebilde nur eins. Dann müssen wir zu guten alten sächsischen Zuständen zurückkehren. Und das beinhaltet, dieser BRD zu sagen, wir machen unseren Dreck alleine. Und dann bin ich persönlich dafür, dass es in einem freien Sachsen offene Grenzen geben wird. Es wird nur keinen Pfennig für irgendjemanden alleine dafür geben, dass er es geschafft hat, über diese Grenze zu kommen. Dieses wird es nicht geben. Und dann hat sich das Problem der Zuwanderung von Leuten, die wir hier nicht brauchen, völlig von selbst geregelt. In Dänemark hat es auch geklappt. Wir sind ja bereit, von anderen Ländern zu lernen. Wir sind natürlich auch bereit, aus der Geschichte zu lernen. Und das ist nicht nur unsere sächsische Geschichte, wo man mit positiv eingestellten Flüchtlingen gute Erfahrungen hatte. Es gibt auch die Geschichte anderer Länder. Es gab zum Beispiel mal ein römisches Reich. Gab heißt, gibt es nicht mehr, weil ein ganz entscheidender Grund, dass es das nicht mehr gibt. Man hat sich irgendwann mal breitschlagen lassen, andere Völkerschaften aufzunehmen. Man hat auch das Positiv, ja, wir brauchen doch Arbeitskräfte und das sind gute Kämpfer, wir brauchen auch wieder gute Soldaten und das alles waren die Argumente, dass man ohne Widerstand ganze Volksstämme über die eigenen Grenzen gelassen hat. Und es hat wenige Jahre gedauert, dann haben diese Völkerstämme, das waren damals unsere Vorfahren, das waren überwiegend Germanen, die Macht im Römischen Reich übernommen. Auch aus dieser Geschichte müssen wir lernen, denn das sollte sich hier nicht unbedingt wiederholen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir spazieren. Üben wir schon mal, wie das so ist, wenn die Bürgerstreife abends durch die Stadt läuft. Friedlich, aber mit offenen Augen. Und das sind wir, friedlich, aber mit offenen Augen. Dankeschön. So, meine Herrschaften, jetzt wird's spannend. Wir gehen spazieren. Ich bin Rechtsanwalt Lorik hier als Ordner. Der Weg geht hier nach Osten, das ist die Strecke von mir aus gesehen nach rechts.
Ich bitte zunächst das Banner mit den Damen an die Spitze zu gehen. Und zwar ungefähr bis dorthin, wo die Straße sich verengt. Danach bitte das zweite Banner mit dem Jugendblock. Ordnen wir dann entsprechend ein. Und dann bitte ich die Trommel hinter das erste Banner. So, und danach die übrigen Herrschaften bitte auf die Straße. Wir haben noch 2-3 Minuten Zeit, bis auch der Stand hier abgebaut ist. Und dann wird der Loslauf, sobald die Polizei uns das okay gegeben hat. Etwa 2200 Meter für die älteren Herrschaften. Aber das schaffen wir, denke ich. So, meine Herrschaften, auf geht's zum Spazieren. So, für die Menschen. Vielen Dank. Nochmal eine Möglichkeit, mit uns Dialog zu führen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor wir jetzt spazieren gehen? Nein? Genau. Dann halt hier was Organisatorisches. Heute laufen wir wieder die gleiche Runde wie letztens. Und in der nächsten Anmeldung werden wir eine neue Runde wählen. Nur mal für die schon mal da waren. Und das soll ja nicht langweilig werden. Wir wollen ja auch Leute retten, Leute auch zum Nachdenken motivieren. Also ändern wir beim nächsten Mal auf jeden Fall die Strecke. Und genau, vielen Dank, dass ihr da seid. Schönen Spaziergang uns allen. So, dann wird es jetzt spannend, den Veranstalter nochmal zu rezitieren. Ja, für die Leute, die sich fragen, wie das mit der Polizei ausgegangen ist, also es hat einer auf den anderen geschoben. Letzten Endes sollte ich mich bei der Polizei beschweren und mich direkt hier bei der Rochlitzer Polizei melden. Die Rochlitzer Polizei meinte dann allerdings, dass das ein Fall hier für den Polizeiführer wäre. Ja, Namen konnte ich Ihnen ja nicht sagen von dem Polizisten, der mich hier in meiner Drehtätigkeit verwiesen hat, weil er mir den Namen nicht geben wollte. Ja, er wollte mir weder seinen Namen noch Dienstnummer etc. verraten, weil er meinte, es müsse er nicht jeden verraten. Aber wie soll man sich denn beschweren dann, wenn man hier meine Pressetätigkeit eingrenzt, liebe Polizei? Ja, letzten Endes ist mir noch der Weg über den Polizeiführer gebeten worden, dass ich dann eben mich direkt bei dem Polizeiführer beschweren soll und dann für ihn eine Beschwerde einreiche. Ja, er hat das dann begründet damit, als ich mit dem Polizeiführer gesprochen habe, dass man ja hier auf meine Sicherheit achten müsse und dass ich deswegen dieser Demonstration mich nicht nähern darf. Ja. So einfach funktioniert es. Ich habe schon mit eurem Chef geredet, ich darf mich hier aufhalten. Ich war beim Polizeiführer. Das hat der Polizeiführer gesagt, der Versammlungsbehörde hat aber diese rote Linie. Hey, auf wen soll ich denn jetzt hier hören? Auf die Versammlungsbehörde bis zur roten Linie. Wo ist denn die Versammlungsbehörde? Die hat das vorhin beschieden, bis dorthin können sie gehen. Wer ist denn hier die Polizei von der Versammlungsbehörde? Das wurde vorhin beschlossen bis zur roten Linie, der Aufzug geht eh gleich los. Und wer entscheidet jetzt hier über mich und warum? Wir entscheiden über Sie, weil die Versammlungsbehörde das beschlossen hat. Haben Sie das verstanden? Und warum hat das die Versammlungsbehörde so beschlossen? Wir brauchen jetzt hier nicht um heißen Brei rumreden, wir gehen jetzt einfach zu. Also man kann natürlich hier nicht sagen, wieso auch hier die Versammlungsbehörde das entscheidet, dass ich mich jetzt hier aufhalten muss und nicht da drüben bei der Demonstration. Es ist wieder so schwachsinnig, so unglaublich schwachsinnig, liebe Polizei, was ihr hier abzieht. Wieso um drei Teufels Namen darf ich mich nicht mit diesen Demonstranten da drüben unterhalten? Wie soll bitte ein Dialog stattfinden, von dem diese Demokratie in Deutschland lebt, wenn ihr es nicht zulasst, dass Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, und damit meine ich noch nicht mal mich, sehen, was andere Leute tun? Ja? Und was so mit fadenscheinlichen Vorwänden von wegen, ich hätte schon mal irgendwo gestört oder angegriffen oder sonst was und nichts kann man belegen. Es ist traurig, liebe Polizei. Es ist sehr traurig. Ja, servus. Ja, wo soll es hingehen? Ich laufe hier eine Runde auf der Straße. Auf der Straße? Ja. Okay, na, wie gesagt, ich denke, der Kollege hat Ihnen vorhin unmissverständlich gezeigt, dass er möglichst nicht die Versammlungsfläche der anderen. Ja, bin ich denn auf der Versammlungsfläche der anderen? Ich wollte Sie nur noch mal sagen, Sie sind aktuell nicht drauf, nur falls es so weit kommen sollte, dann müssen Sie. Bis wohin geht denn die Versammlungsfläche? Bis wohin geht denn die Versammlungsfläche? Die Versammlungsfläche, das Ganze, ja, ich sag mal, hier. Also es raten Sie gerade, bis wohin die Versammlungsfläche geht? Der Bockplatz ist nicht mehr Versammlungsfläche. Alles klar, sehr gut. Vielen Dank. So, bloß gut, dass wir hier die Polizei haben, die uns hier berät zu unserer Sicherheit. Ah, herrlich, ja.
Das würden wir nur ohne die Polizeikräfte machen. Guten Tag. So, jetzt werden wir hier gerade angegriffen. Gerade versucht einer nach meiner Kamera zu lang. Schönen guten Tag, warum seid ihr heute hier? Wir gehen jetzt wieder weiter. Wir gehen jetzt wieder auf der anderen Seite. Warum? 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 Weil ich das warum? Jetzt gesagt habe, weil Sie gerade genau gesehen haben, warum. Ja, warum? Ja, verstehen Sie das nicht? Nee, ich verstehe es nicht. Na gut, dann müssen Sie mal die Augen auf. Ja, dann sagen Sie es mir doch. Sie können doch nicht jedes Mal irgendwelche Beamte binden, nur für Ihren Schutz. Was soll denn das? Was ist denn hier Schutz? Ich versuche, ein Bild dieser Demonstration zu zeigen, was Pressetätigkeit ist. Zeigen Sie mir einen Presseausweis. Wie gesagt, ich brauche keinen Presseausweis. Das können Sie auch googeln. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Jetzt ist Schluss. Sogar an Ihrer Seite und auch für Sie. So. Tja, kann mir leider keiner verraten, warum ich mit diesen netten Menschen nicht reden darf. Ja. Sehr, sehr traurig. Aber das kennen wir. Ne, eigentlich kennen wir es nicht. In Leipzig ist es ja mittlerweile schon ein bisschen anders. Aber was will man machen? Ja. Öfter mal was Neues. Dann verfolgen wir die Demonstration, wo wir nicht ständig angegriffen werden. Ja, immer dieses beste Deutschland, in dem wir leben, ja. Ach ja, dann laufen wir mal ein paar Meter, müssen wir ja gut machen. Wenn ich Polizeikräfte bin. Wovor haben die Leute nur Angst? Das wird mich mal interessieren. Jo. Gerade eine Frau gewünscht, dass ich auf die Fresse fliegen soll. Was ist nur los? So, haben wir es schon wieder geschafft. Dann reden wir mal noch mit Bernd Arnold war das. Das wurde mir vorgeschlagen. Entschuldigung, ja. Sind Sie Bernd Arnold? Ja, der Baby. Oh, Sie sind ja, haben Sie was gegen eine Kamera? Nö. Okay, aber Sie filmen ja hier selber fleißig. Hallo. Können wir vielleicht etwas weg von den Tummeln? Ich würde Sie ganz gerne interviewen. Ja, kann man machen. Das kann man mitmachen. Ich bin zwar live auch drauf. Ja, ich bin auch live. Alles gut. Ja. Können wir ein bisschen weg von den Trommeln, weil es sonst so laut ist? Genau, können wir machen. Ja. Mir wurde nämlich von meinem Chat vorgeschlagen, dass Sie hier jemand sind, mit dem man reden muss. Ja. Sie sind ja hier ein Freier. Ich habe meinen letzten Ausweis, verdiene aber mein Geld nicht damit. Ich bin Handwerker. Und Sie sind aber hier auch in der Politik? In Chemnitz bin ich im Stadtrat. Ja, also Sie sind Stadtrat. Genau. Okay. Ja, und da tue ich mich ein bisschen reinknien in die Politik. Ja. Der Grund ist natürlich, man muss irgendwelche Schlüsselerlebnisse mal im Leben gehabt haben, wo man dann mitkriegt, in welchem Staat leben wir hier? Ist das ein Rechtsstaat oder ist es kein Rechtsstaat? Ja, das frage ich mich langsam auch. Ich wurde gerade angegriffen von der Gegendemonstranten und dann kam die Polizei zu mir und meinte, ich könne ja nicht die ganze Zeit Polizeikräfte binden. Ja. Wo ich mir auch frage, das sind Extremisten, die mich angreifen. Genau. Die Staatsgewalt ist dafür da, mich für Extremisten zu schützen. Genau. Was in drei Teufelsnamen stimmt nicht mit euch, Polizei? Ja, das sind ein paar Sachen. Und das Problem ist eigentlich, wer solche Schlüsselerlebnisse noch nicht hatte, der denkt, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und das ist es, weiß Gott nicht. Ja. Was war Ihr Schlüsselerlebnis? Also da gibt es mehrere. Zum Beispiel sagen wir mal, dass wir es schnell hinkriegen, eine Altersvorsorge, eine private, weil
2000 habe ich mich selbstständig gemacht, wurde von Herrn Schröder so gesagt, die Medien natürlich, tut euch privat versichern, der Staat kann das nicht stemmen. Das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe, weil ich mich ja privat machen wollte, hatte ich eigentlich für die Privatwirtschaft mehr Vertrauen wie zum Staat. Ja. Dass ich aber dann freiwillig werde als Selbstständiger. Und eine Firma allerdings 6 Jahre, also eine Schweizer Firma, 6 Jahre super Korrespondenz. Und da sollte eigentlich von 63 zu 67 das ein bisschen überbrückt werden. Es war noch nie in den Topf, wo es kocht. Aber das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und da habe ich dort 32.000 Euro haben sich 2013 im Amtsgericht Chemnitz in Luft aufgelöst und einen Rechtsanwalt aus den alten Bundesländern noch knapp 3.000 Euro hinterhergeworfen. Und ich bin verhöhnt worden, muss man sich mal vorstellen. Und das zum Thema Rechtsstaat. Okay. Ja, das darf man dann auch nicht. Dann haben wir ja, weil wir ja mit Medien zu tun haben, das ist das Zweite. Also, es gibt noch mehr, aber wir bleiben mal bei zwei. Ne? Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Eigentlich. Ja, gut. Aber wir nehmen mal das Zweite. Wenn ich privat GEZ-Gebühr bezahlen würde, mit welchem Recht, wenn ich selbstständig bin, 2 Autos auf meiner Firma laufen habe und die Autos auch selber fahre, muss ich dann 2-mal bezahlen? Mit welchem Recht? Mit welchem Recht? Ich habe nur die 2 Ohren, 2 Augen. Ob ich das privat oder geschäftlich nutze, das dürfte eigentlich keine Rolle machen. Aber die sind ja so gierig und dann tun sie einen noch 24 Stunden am Tag, kann man auch sagen, verarschen. Ja, und jetzt weg vom Geld. Also das dritte Thema, haben Sie dann noch was, was keinen finanziellen Background hat? Ja, also die Gerechtigkeit, weil es gibt ja so viele Leute, die sich hier den Hintern aufgerissen haben. Und wenn es dann zur Rente kommt, das ist ja erstmal das Thema, wann die Leute in Rente gehen können. Es kann nicht sein, mir bis 67, in Frankreich soll das von 62 auf 64, da geht halb Frankreich auf die Barrikaden und brennt die Städte auf. Hier interessiert das gar keinen. Jetzt ist die Frage, sind wir andere Menschen? Ja. Wir sind entspanntere Leute. Und die Leute hier sollen dann bis 67 arbeiten und dann tun irgendwelche junge Spunde sagen, also in Deutschland, die Leute müssen bis 70 und länger arbeiten. Das hat es ja alles schon gegeben. Ja, wir werden ja auch alle immer älter. Und das sind Leute, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben. Zumindest nicht produktiv und in der Wertschöpfung nachgegangen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig. Und wann hast du dir so zum ersten Mal gesagt, hier, ich muss was in der Politik machen? Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr oft bei Pegida in Dresden gewesen und da sind dann doch die Augen ein bisschen geöffnet worden und wo man dann doch nachfragen muss bei bestimmten Sachen, wie gesagt, bei den 3 Sachen, die wir jetzt erzählt haben oder drüber gesprochen haben. Ihr könnt auch Fragen stellen. Ist ja natürlich, das hinterfragt man ja auch. Warum ist das so? Wer ist daran schuld für diese Misere, die eigentlich stattfindet? Und und wer ist schuld? Eigentlich das normale Volk, weil sie sich das gefallen lassen. Also ihr seid schuld, jeder, der hier gerade zusieht. Ja, aber das ist ja die Leute, die unsere Videos sehen in der Regel, die wissen ja, um was es geht. Sagen wir mal, die sind nicht unbedingt schuld. Aber es gibt ja noch Leute, die wie von der anderen Fraktion auch hier ab und zu mal drauf gucken. Ja. Und vielleicht, sehen sie hier, wer die Nazis wirklich sind. Ja. Ja. Und wann geht's? Das sind ganz normale Leute. Sind. Ja. Was ich auch noch, also das kann man noch machen. Ja. Was dann natürlich auch noch, sagen wir mal, so ein Schlüsselerlebnis war. 2018. Daniel Hillich ist umgebracht worden. Der Daniel Hillich, wusste fast jeder, war ein Deutscher mit kubanischen Wurzeln. Und da sind 12.000 bis 15.000 Leute in Chemnitz auf die Straße gegangen. Und genau diese Leute tun sie als Nazis, als Ausländerfeinde und allen drum und dran betiteln. Das muss man sich mal vorstellen. Also da stimmt doch irgendwas die nicht. Die Nazi-Keule halt. Ja. Ja. Man muss sich halt mit Nazis nicht auseinandersetzen. Da stimmt doch was nicht. Ja. Ich bin übrigens auch schon ein Rechtsextremer. Also laut manchen Stimmen aus dem Internet reden sie gerade mit einem Rechtsextrem. Ja. Ich will sie nur vorwarnen, das kann für sie soziale Probleme mit sich führen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Da kann ich nur sagen, willkommen im Club. Ja. Ach, das ist der nächste Rechtsextremer. Dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr schön. War super.
Darf ich kurz mit den Freien Sachsen reden? Ja, natürlich. Sehr schön. Ja. Der Dialog findet ja statt. Der muss stattfinden. Ist das nicht herrlich? Das ist das Wichtigste. Ja, genau. Da habe ich ja wirklich. Wenn die Herrschaften da drüben nicht so richtig Dialog wollen. Aber die schauen hier auch zu. Also die, ja, sind die, das stimmt, ja. Die gucken dann. Die sind ja jetzt nur auf dem Markt. Die wollen natürlich wissen, wo hier die Extremisten langlaufen. Ah, ja. Ja. Sie als Anwalt, ja, die kennen sich ja ein bisschen aus. Eine Sekunde war ich auf dem Marktplatz, da kam schon die Polizei zu mir und hat mich weggeschubst, dass ich da nichts auf der Mitte zu suchen hätte zu ihrer Demo. Mit der Begründung, ich wäre ja bekannt und ich hätte ja auch keinen Presseausweis, dies und das. Und dann habe ich aber gesagt, ich habe mittlerweile einen 12.000 Abonnentenkanal, ich bin groß und sie sagten ja selber, die Polizei, sie sind bekannt, sie kennen mich. Ja. Wieso soll ich mich jetzt noch mit der Presseausweis ausweisen vor ihnen? Sie wissen ja schon Bescheid. Ja, und dann ging das weiter, dann wollte der Polizist mir noch nicht mal seinen Namen sagen, als ich ihn mit einer Anzeige gedroht hatte. Auch rechtswidrig, ja, das muss er. Ja, er sagte doch, ich möchte ja nicht hier jedem meinen Namen mitteilen. Ja. Jeden nicht, aber wenn er eine Maßnahme gegen jemanden durchführt oder jemanden eine Anweisung gibt, dann hat er nicht das Recht zu erfahren, wer das gerade ist, der eben da mit ihm redet. Ja, aber ich fand diesen Dialogversuch war wirklich sehr, sehr gut. Ja, also. Ich glaube, die haben auch teilweise gehört, war ja dann auch die Musik sogar aus da drüben. Mhm. Und da, wo es für sie peinlich wurde, haben sie wieder aufgedreht dann. Das wollten sie nicht mehr hören. Ja. Dass sie doch mal bitte die Leute zu Hause bei sich aufnehmen können. Ja. Also diese ganzen Demos gegen Asylbewerberheime und so, das wäre doch schlagartig zu Ende, weil wir überhaupt keine Asylbewerberheime mehr bräuchten, wenn jeder, der für die Aufnahme von mehr Leuten ist, und das scheinen ja viele Leute zu sein, die bei sich zu Hause aufnehmen würde. Okay. Dann bräuchten wir das alles gar nicht. Aber das machen sie ja nicht. Ja, ich muss noch sagen, muss man heutzutage ein Anwalt sein, um sich gegen diese ganzen Rechtsverstöße in irgendeiner Form wehren zu können? Weil es ist doch wirklich Wahnsinn. Der Rechtsbruch ist an jeder Ecke und die Leute wissen es ja mitunter gar nicht, was sie eigentlich für Rechte haben. Manchmal reicht es, wenn man einen kennt, aber es stimmt schon. Ne? Es wird versucht, einen einzuschüchtern, einem irgendwie das Wort zu verbieten und man muss sich dann selber schlau machen, was darf ich mir überhaupt verbieten lassen, was nicht. Und sehr schade. Ne? Vieles sehr schade. Muss man sich in der Tat nicht verbieten lassen. Wie geht's denn Freien Sachsen? Ja, wir dachten, jetzt wird es mal ein bisschen ruhiger, aber hier wird ja das nächste Fass aufgemacht, jetzt mit dieser Zuwanderung wieder. Also, ich weiß nicht, ob es mal wieder ruhigere Zeiten gibt. Wir wollen das alles jedenfalls. Stürmische Zeiten sind Freie Sachsen-Zeiten, ja. Ja. Also, wir hätten auch nichts gegen ein bisschen ruhigere Zeiten, im Gegenteil. Aber die müssen wir selbst herbeiführen. Die bringen uns nicht die Leute, die uns die Unruhe bringen. Denn ich denke, die wollen uns mit der Unruhe weiter unterhalten. Unterhaltung ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Ja, stimmt, immer nur Friede, Freude, Eier gucken. Aber was momentan passiert in so manchen Ländern, ist ja wirklich einfach nur der Fall an die Worte. Da kann man nichts mehr zu sagen. Speziell die tägliche Unterhaltung in den Zeitungsspalten über irgendwelche Übergriffe und Messerangriffe und sowas, die könnte mal wieder aufhören. Okay. So, als was würden Sie sich selbst bezeichnen, wenn man Sie jetzt in irgendeine Schublade stecken müsste? Welche wäre das? Ein freiheitsliebender Mensch. Okay, dann würde ich ganz gerne der Community kurz die Möglichkeit geben, einem freiheitsliebenden Menschen eine Frage zu stellen, wenn sie nichts dagegen haben. So drei Stück. Also ein Satz mit einem Fragezeichen am Ende ist eine Frage. Ja, wenn ihr das schafft, ein Fragezeichen hinten dran zu setzen, werde ich diese Frage auch vorlesen. Also, mitunter sind die ganz flott. Ja. Zur Überbrückung können Sie ja kurz sagen, was für Sie vielleicht noch wichtig ist. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur Fragen gestellt. Wollen Sie vielleicht noch irgendwas loswerden? Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass sowas wie heute gibt, dass also die Politik schon sieht, dass es da Widerstand gibt, dass man also sich das nicht alles gefallen lässt und das ist schon wichtig, dass man auch sowas wie heute durchführt. So, hier haben wir es ja. Haben wir noch eine Chance? Tja, kommt drauf an, wer wir ist. Also ich würde denken, in Sachsen ist noch nicht alles verloren und deswegen sind wir ja zum Beispiel dafür, dass Sachsen eigentlich sich wieder aus der BRD rauslöst. Mhm. Vielleicht noch mit Thüringen zusammen, südliches Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Das ist wahrscheinlich die nächste Frage hier direkt. Wann bekommen wir unser Land? Das ist ja wahrscheinlich. Ja, das ist also unser Sachsenland, das müssen wir uns wieder zurückholen. Und im Moment sind wir eine marginalisierte Ethnie. Wir haben im eigenen Land nichts zu sagen. Mhm. Wir haben kein europäisches Land.
hat so wenig Wohneigentumsquote wie Sachsen. Das heißt, es gibt keine Gegend in Europa, wo weniger Leuten ihre eigene Wohnung gehört. Wir sind arm, sind wir arm. Wir sind arm, ja, im Vergleich wir haben im eigenen Land nichts zu sagen, uns gehört nichts im eigenen Land und das muss sich logischerweise wieder ändern. Okay, hat jemand Meinung zu den Linken? Ja, also immerhin, ich muss ja auch mal die kleinen Dinge würdigen, also immerhin, dass sie doch stellenweise zugehört haben, das war nicht selbstverständlich für Linke, das ist schon mal schön und vielleicht ist das jetzt ein kleiner Anfang, dass man sich generell ein bisschen mehr zuhört. Also, das ist ja eigentlich auch ein festes Standbein der Demokratie, wo ist die Demokratie, ja, wenn kein Dialog mehr stattfindet, ja? Ja. So. Ihre Prognose, Herr Kohlmann, für die nächste Zeit? Tja, die Prognose, Prognosen sind immer schwer. Ne? Vor allem zeitliche sind sehr schwer, denn wir haben ja, ich sag mal Anfang 89, wenn dir einer gesagt hätte, Ende des Jahres ist der Spuk vorbei, wir hätten den ja für verrückt erklärt. Andererseits, wenn einer 1980 das Gleiche gesagt hätte, tja, wie waren da die Bedingungen schlimmer oder besser? Also zeitlich ist schwer was zu sagen. Ich denke, wenn wir nicht locker lassen und wir alle, meine ich da, dann kann man durchaus noch was retten und zwar möglichst Sachsen samt Umgebung. Vielleicht sogar Deutschland. Vielleicht sogar Deutschland. Ich bleibe bei meinen Leisten. Deutschland kann ich persönlich nicht überblicken. Es freut mich natürlich, wenn andere Leute woanders auch was erreichen und dann noch gerne noch mehr retten. Aber ich denke mir halt immer nur, wir schaffen es nur zusammen. Ne? Letzten Endes, wenn man die Bundesländer einzeln aufspaltet und dann kommt so eine große Diktatur wie China, die hat es ja das unglaublich stimmt, einfach, ja, dann die Länder gegeneinander auszuspielen und letzten Endes das ganze Land zu übernehmen. Aber andererseits hat sie das mit einer korrupten Bundesregierung auch leicht, während man als Kleiner da nicht mitmachen muss. Also nicht, dass wir hier sagen, dass unsere komplette Bundesregierung korrupt wäre. Das würden wir. Was ich aber sagen muss, dass also gerade gegenüber außenpolitischen Bedrohungen auch Europa ziemlich tatenlos ist und das ist gut, dann auch ein Problem, das stimmt. Aber Noch die letzte Frage, und zwar, was sagt er zu direkter Demokratie via Volksentscheid? Ja, da bin ich natürlich sehr dafür. Man behauptet natürlich immer, wir würden ja unser Recht dadurch wahrnehmen, dass wir alle ein paar Jahre irgendein Kreuzchen machen. Einmal unsere Stimme in die Urne werfen, ja. Ja, also ich bin schon, das wäre richtig, dieses Gewähle, wenn diejenigen auch ein, jetzt ist das mal laut, hört man das dann auch? Ja, das geht schon. Krankenwagen. Also mit einem imperativen Mandat, da könnte man nicht mit dem Wählen vertrösten, dass man einen Politiker gewählt hat und wenn der dann nicht das macht, was man ihm aufgegeben hat als Wähler oder was er in der Wahl versprochen hat, dass man die dann sofort abberufen kann. Ich fand die auch. Solange das nicht möglich ist, finde ich, müssen die wichtigsten Fragen auch schon von Leuten selber entschieden werden. Ich habe da mal einen tollen Dialog gehört. Da wurde genau ein Politiker darauf angesprochen, warum er denn so sehr seine Meinung geändert hat nach der Wahl. Da meinte er dann, ja, wir lernen ja alle noch dazu. Ja, genau. Und ich habe dazugelernt und jetzt kam ich zu anderen Schlüssen nach der Wahl. Das ist völlig in Ordnung. Da möchten wir aber auch dazu lernen dürfen, dass wir dann einen Falschen geschickt haben und den also sofort wieder abberufen. Also dass diese Lehre sei uns dann auch gegönnt. Okay, ja, dann war es das schon. Wie geht's, haben wir hier noch? Wie geht's? Ach ja, viel Arbeit im Moment. Brauchen wir wieder ein bisschen Urlaub. Aber es ist doch gut, wenn man was zu tun hat, oder? Das stimmt. Zu viel zu tun ist vielleicht besser als zu wenig. Kommt mal auf. Man sollte nur nicht durchbrennen. Gucken, ne? Das ist das A und das O. Richtig, ja, richtig. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit. Alles Gute und noch weiterhin ein stabiles Rückgrat. Jawohl. Und viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss. So, immer wieder bei der Demo. Je. Yeah.
sagen Nein! Ja, wir sagen Nein zum Asylantenheim. Ja. Es ist so warm. Also die Polizei sichert hier die Demonstration auch nach allen Richtungen ab. Die Polizei ist ja von der Länge gefahren. Ich denke mal, da geht alles gut. Alles Bevor deine Stimme völlig schlapp macht, kannst du kurz ein kleines Statement sagen? Ich bin Reporter aus Leipzig, berichte heute hier über die Demo. Ich wollte nur wissen, wie du heute hier bist, warum du heute hier bist. Na, wegen unserer Flüchtlinge, alles Mögliche. Okay, du hast ja eine ganz normale Stimme, wenn du nicht so schreist. Ja, das ist normal. Okay, ist normal. Flüchtlinge, du hast es ja auch angesagt. Wie sagst du, wie hältst du zu den Ausländern? Wie stehst du zu denen? Naja, manche Bürger auch ein bisschen einekommiert werden und manche nicht. Was müssen die werden? Einekommiert werden. Ja. Wie soll ich das sagen? Wir sind das Volk!
Wir sind das Volk! Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich kann nicht zwei Fragen, weil die Leute alle da sind. Ja. Die Leute sind alle da? Ja. Aber die wollen doch nur wissen, was du für einer bist. Das ist ja alles. Ja, ich bin immer dagegen, die Leute sind. Gegen die Leute? Gegen welche Leute? Gegen die Flüchtlinge. Gegen die Flüchtlinge? Ja. Pauschal gegen alle? Ja, nicht alle. Gegen die alten Leute, die können reinkommen, aber alles Mögliche. Aber, sonst okay. nicht. Aber Frauen? Auch nicht. Auch nicht? Ne? Keine? Doch, doch, doch. Okay, aber Aladdin hast du doch bestimmt mal geguckt, oder? Nee. Nee, hast nie Aladdin gesehen? Nee. Da hast du doch auch die Jasmin, Prinzessin Jasmin. Die war wunderschön. Kenn ich nicht. Also von mir aus, da können Aladdin würde ich dir empfehlen. Wir wollen keine Asylantenräume! Kriminelle Ausländer! Raus! Kriminelle Ausländer! Raus! Kriminelle Ausländer! Raus, raus, raus! Und die anderen! Aus! Also ich kann es ja verstehen, ne? Wenn man sagt, so unkontrollierte Masseneinwanderung, da muss man vielleicht ein bisschen schauen, wer hier ins Land kommt. Ja. Aber wenn das jetzt wirklich Frauen und Kinder und alles so in einem gleichen Maße ist, würde ich sagen, ja, warum nicht, solange wir sich hier an die Gesetze halten und hier arbeiten gehen. Wir wollen keine Asylantenheime! Wir wollen keine Asylantenheime! Wir wollen keine Asylantenheime! Sorry, Juri will was trinken. So. Ich brauche ein bisschen Stimme. Der will auch was dazu sagen. Der will auch was dazu sagen? Was will ich sagen? Bist du schon 18? Ich bin 21. Hervorragend. Schönen guten Tag. Hast du was gegen die Kamera? Nee, gerade. Okay. Also, schönen guten Tag. Ich bin der Weichreiter aus Leipzig. Ich berichte auch heute hier über die Demonstration. Okay. Wir hatten gerade über Ausländer gesprochen, ich und mein Kollege. Wie ist so dein Standpunkt zu denen? Ja, naja. Mein Standpunkt ist einfach, die gehören nicht hierher. Alle? Alle. Alle. Die gehören nicht her. Wir wollen keine! Weil ich das rundherum alles sehe, was passiert ist, in Chemnitz, in Dresden, in Leipzig. Wir so, und ich habe so meine Stimme. Und ich habe Nichten und allem. So, und wenn denen das passiert, weiß ich, was passiert. Okay. Aber wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der hält sich an die Gesetze, der passt auf, der geht arbeiten, sagst du auch der muss auch weg? Wenn arbeiten geht, und er wirklich, wenn er sein eigenes Geld verdient und mir nicht selber auf der Tasche liegt, hab ich kein Problem damit. Ja, aber dann soll er es machen. Du hast ja gesagt, per soll alle Ausländer raus, also gibt es ja schon Ausnahmen auch für dich. Nein, hab ich nicht. Ich habe gesagt, kriminelle Ausländer raus. Ach nee, aber so generell haben wir ja zum Thema Ausländer geredet, meine ich. Allgemein. Ja. Allgemein, wenn sie ihre Arbeit machen, ich gehe auch gerne mal zum Dönermann. Ja, wer nicht? Ja. So, hol mir einen Döner, ja. Habe ich nichts dagegen. Ja. So, sie machen ihre Arbeit, aber alles drumherum. Ich habe das, die ganzen Kriminellen, wenn man das so hört, wird er eine 12-Jährige vorbereitet mit 13 Personen oder was weiß ich. Sie wird aus dem Kopf gestochen. Ja, wird man verrückt. Ja, klar, kann ich verstehen. Ja. Ja. So, aber wenn sie ihre Arbeit machen und ich meine die Minderjährigen, die jetzt herkommen, die herkommen sollen, weiß ich nicht, die können keine Arbeit machen, die können gar nichts. So, und ich finde, die Minderjährigen sind auch immer noch eine Bedrohung für uns. Die Minderjährigen sind eine Bedrohung? Finde ich, ja. In welcher Hinsicht? Weil die herkommen und die haben in ihrem Land nichts anderes erlebt. So wollen das übertragen. Ja. Oder beziehungsweise nicht alle. Es sind ja nicht alle so. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Weil gerade bei den Minderjährigen kann man ja mitunter noch ansetzen und die auch integrieren. Wenn bei jemandem, der schon 70, 80 Jahre alt ist, ist das ja mitunter schwierig, denen noch irgendwas Neues beizubringen. Die müssen sich anpassen. Wir müssen so machen. Ja, klar. Ne? An unsere Gesetze. Wir müssen so machen. Ja. Weil ansonsten wird nur in die Luft gesprengt werden. Safe. Ja. Jeder muss sich anpassen letzten Endes an unsere Regeln und Gesetze. Möchtest du noch was loswerden? Eben drum. Nee, eigentlich nicht. Hast du schon ein Kind? Ja, nee, erzähl. Nee, also nicht von dem ich weiß. Okay. Was würdest du deinen Kindern raten? Meinen Kindern raten, wenn das hier wirklich losgeht, auszuziehen. Wegzuziehen. Also ich würde mit meinen Kindern wegziehen. Okay, was soll losgehen? Ja? Was soll losgehen? Ja, wenn die hierher kommen. Die Ausländer. Was oder wer? Die Kinder. Okay, alles klar. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit, ne? Alles Gute. Dieser waren wir ja gar keine ganzen Ausländer. Nur die Kriminellen. Achso, da ist übrigens der Demonstrationszug. Scheiße.
Wie viele sind eigentlich ein neuen sind das? Rochlitz ist nichts in der Nähe. Die Gegendemo ist schon gegangen, wie es scheint. Alle schon weg. Moin, auch immer am Start, ja, hallo. Ja,
alle schon weg hier. Ungewohnt, dass sie weg sind. Alle hin? Sandmann ist vorbei. Der Sandmann ist tot, ja. Oder das Geld vor allem ist alles nach Kiew. Gut, ich warte jetzt noch auf Versammlungsleiter. Der muss nämlich entscheiden, wie es weitergeht. Ich denke, wir machen Schluss, was? Na, Versammlungsleiter, ich frage mal, wie es weitergeht. Hallo? Ich sag nur ganz kurz. So, schön, dass ihr alle mitspaziert seid. Schön, laut, ordentlich, friedlich, so wie es sich gehört. Und mit Argumenten vor allen Dingen. Vielen Dank. Leider ist jetzt keiner mehr da, wo wir nochmal einen Dialog anbieten können. Also von daher beende ich das jetzt hier offiziell. Schön, dass ihr alle da seid. Wir kommen auf jeden Fall wieder, diesmal mit einer anderen Route, eine Streckenführung, wo wir vielleicht noch weiter in das Zentrum, wie auch immer, noch mehr Leute erreichen können, damit es auch nicht langweilig wird. Nochmal vielen Dank und Applaus an euch alle! Vielen Dank! Kommt alle gut nach Hause! Bis zum nächsten Mal in Rochlitz! Rochlitz sagt nein! Rochlitz sagt nein! Rochlitz sagt nein! Rochlitz sagt nein! Danke! So, kriminelle Ausländer raus und die anderen auch. So, Servus. Die abschließende Parole. Warst du das, der die gerade? Ja, gar nicht. Bist du schon 18? Nee, ich bin 15. Vor echt 15? Ich bin über 18. Okay, ich hab das. Hast du nochmal Bock? Wollen wir nochmal? Wenn du willst, Tobi, ja, ich will nochmal. Tobi will nochmal. Tommy, willst du? Tobi, der hat bestimmt Bock. Hast du Lust oder nicht? Ich stelle die Frage. Es ist das Internet. Also du hast nichts gegen eine Kamera. Darum geht es. Nö. Okay. Also ich habe jetzt hier gerade auf abschließende Parole gehört, kriminelle Ausländer raus. Kriminelle Ausländer raus. Haben ja alle gesagt, ja? Oder wie geht das nochmal? Ja, die sich nicht an solche Gesetze halten, waren abgeschoben. Genau. Aber am Ende habt ihr ja dann gesagt, alle anderen auch. Ja. Wie ist das? Nee, es ist... Nee. Also wir nicht. Alle anderen auch, das ist nicht richtig. Alle anderen auch, das heißt, das bedeutet halt so viel, die anders denken. Aber das wurde ja gerade gesagt, ich hab's auch nicht verstanden. Ja. Es wurde so gesagt, alle anderen auch. Ja. Wir wissen aber, dass es darauf bezogen ist, die anders denken. Die jetzt zum Beispiel hier drüben standen. Die halt gesagt haben,
Also nicht alle anderen Ausländer quasi, genau, sondern alle anderen, die anders denken. Ja, die halt mit uns Stress gesucht hatten. Das war das letzte Mal schon so gewesen. Die haben mit uns Stress gesucht. Okay. Wir sind halt total friedlich. Wir machen nichts. Ja. So, und die hatten Stress gesucht gehabt. So, ich meine, sie haben ihre Meinung, wir haben unsere. Aber das kann man schon leicht missverstehen, wenn man ja, sagt, alle anderen auch. Ja, das kann man auch. Aber ja, das kann man auch. Wenn man weiß, auf was es drauf bezogen ist, da weiß man, worauf allgemein die Freien Sachsen plädieren. Genau. Okay. Wenn man sich einfach mal mit der... Und ich meine, aber das macht ja niemand. Ich meine, ja, die schließen einfach alle nur. Ja, die hatten die Chance, mit uns zu reden. Haben es verkackt. Und die wollten nicht. So. Ja. Und dementsprechend ihre Schuld. Wir sehen ja, sie sind weg. Wie geht das in Zukunft weiter, wenn man nie miteinander redet? Wir hätten gerne den Dialog. Ja. Hätten wir gerne gesucht, aber wenn sie nicht da sind, können wir nicht mit denen reden. Ja. Dementsprechend geht es so weiter wie bisher. Was heißt das? Ja, wir stehen hier, die stehen da drüben. Okay. Ist ja ganz klar. Man hat es am Anfang gesehen. Wir haben gesucht. So wie es heute ist, ist relativ okay. Die sind nicht gewaltbereit. Die letzten zwei Male war das so, die waren mit ihren Kindern hier und haben Stress gesucht. Das heißt Stress gesucht? Also kamen die hier aktiv auf euch zu? Die kamen ja, aktiv zu. Die kamen vermummt sogar, obwohl in Deutschland das Vermummungsgesetz gilt. Mhm. Kamen die auch auf uns zu. Mhm. Na ja, gut, schade drum, dass die Polizei nichts gemacht hat. Also man muss zwei Sinnesorgane müssen zu sehen sein im Gesicht. Das heißt Vermummungsverbot. Also muss entweder Nase auf oder Ohren auf. Die hatten eine Sturmhaube aufgehabt. Das heißt, man hat nur die Augen gesehen. Und mit Sonnenbrille meist auch noch. Ja gut, das und die meisten mit Sonnenbrille. Das ist dann schon recht schwierig. Und das war jetzt die letzten vier Male so gewesen. Heute ist es relativ friedlich abgelaufen. Hm. Aber ich hier bin. Das kann sein. Du warst wohl noch nicht da. Nee, ich bin heute das erste Mal hier in Rochlitz. Ich habe immer gewollt, aber es kam immer ein bisschen zwischen. Du musst eher mal hier sein. Ja, ist ja gut was los hier. So ein Dialog zwischen Antifa und Freien Sachsen hat man ja auch nicht so oft. Nee, gar nicht. Also, wie gesagt, wir waren immer friedlich gewesen, wir haben nie irgendwie Ärger gesucht. Die ganze Gruppe, die hier steht, so wie waren wir vor zwei Wochen gewesen, die haben immer Stress gesucht. Wir wollten einfach bloß unsere Meinung verbreiten, weil wir auch Angst haben. Weil wir auch nicht wissen, wohin es geht. Ja, wir wissen ja nicht, wie weit und das ist halt das. So, liebe Antifa, solltet ihr das hier sehen, Dialogbereitschaft steht, ja, gerne auch mit mir, ich könnte gerne vermitteln zwischen euch. Vielen Dank für 10 Euro, Grüße aus der ärmsten Stadt Gelsenkirchen. Genau, was hatte ich noch? Oh, bis Ausländer? Oh, wir sagen nein zum Asylantenheim. Genau, was ist ein Flüchtling für euch vielleicht noch ganz kurz? Ein Flüchtling ist für uns der... aus seinem Heimatland geflüchtet ist. Ja. Und vertrieben worden ist. Genau. Und sollte man solche Menschen hier nach Deutschland aufnehmen oder nicht? Die kriminell sind auf jeden Fall nicht. Aber das weiß man ja. Also die schon kriminell geworden sind in ihren Heimatländern, sollte man dann auch nicht aufnehmen. Man soll immer eine Zeit setzen. Zum Beispiel jetzt, wir nehmen jetzt zum Beispiel die 2 Jahre. 2 Jahre haben sich Zeit, hier in das System einzupassen. Sobald, wie man es ja überall hört, Chemnitz, Dresden, Leipzig, die waren kaum ein halbes Jahr da, haben schon 12 Weiber vergewaltigt, haben schon, weiß ich nicht, 18 Diebstähle begangen. Ja. Und die waren nicht abgeschoben, wo ich mir so denke, warum? Und dann gibt's warum? Okay. Dann gibt es bei mir einen Unterschied zwischen Kindern, die aus Kriegsgebieten und Frauen kommen. Also Ukraine jetzt zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich nichts. Wir haben bei uns jetzt... Jo, ich nehme welche. Ein komplettes Haus nebenan voll mit ukrainischen Männern. Die halten sich nicht an die Verkehrsordnung aus der Helme. Die halten sich über eine Spielstraße mit einer 50. Wo ich mir sage, wie sollen das weitergehen? Wo von Bad Müllern gibt, das kennst du eigentlich nur, wir können nichts machen. Ja, jetzt geht's mir so schön. Aber gegen Frauen und Kinder, die aus Kriegsgebieten kommen, die habe ich nichts. Ja. Aber gegen die Idioten, die aus Krisengebieten kommen, wo die Wirtschaft scheiße ist, habe ich was, weil ich bin Lehrling. Ich weiß selber gar nicht, wie ich mit meinem Lohn von Monat zu Monat kommen muss. Ich muss mein Internat selber bezahlen und fressen dort selber und die kriegen alles in den Arsch geschoben. Und dann kommen solche an, die ein komplettes 15 Männer habe ich gezählt, von der Ukraine, wo ein Ausreiseverbot besteht eigentlich. Wo nur die kommen können, die mehr wie 5 Kinder haben. Wo ich mir sage, ich habe die noch nie mit Kindern gesehen. Die sind komplett alleine da. Das sind die sogenannten Edelflüchtlinge, die nimmt Deutschland auf. Und wir nehmen ja alle auf, wenn es danach geht. Ja. Zumal man muss ja auch das,
Und man muss ja auch wirklich das so sagen, die Männer, die halt da sind jetzt von der Ukraine, die könnten nur kämpfen. Das war damals, weiß ich nicht, 42 bis 45. War es nicht anders gewesen. Kannst du noch was zu dem Symbol auf deiner Hand sagen? Warum? Warum nicht? Ich möchte dazu nicht sagen. Du möchtest dazu nicht sagen, okay. Es ist ja auch, viele kennen dieses Symbol halt, interpretieren da irgendwas rein. Kann ja sein, dass du eine andere Assoziation damit hast. Das ist ärgerlich, wenn sie es machen. Ich hab meine Definition. Aber das könnte man ja damit auch, du könntest ja kundtun und damit andere Leute Bescheid wissen, was das für dich bedeutet, weißt du? Was soll es für mich bedeuten? Ja, du hast das ja nicht ohne Grund dir stechen lassen. Das ist ein Siegesruhm von Wikinger. Also ja. Damit habe ich, wie gesagt, das ist für mich... So abgestempelt und das ist gut. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja so viele Leute, die sagen dann direkt Nazi, Nazi, Nazi. Ach nee, das ist es kommt drauf an. Ja. Es wollen sich so viele in die Szene abstempeln. Die sagen, ja, du bist jetzt ein Nazi, nur weil du das Symbol hast. Ich habe noch andere Tätowierungen. Ja. So, und das ist alles, weil ich ein Wikinger-Freund bin. Mehr ist es nicht. Kannst du es zeigen oder ist es dir zu krass? Ich will es nicht zeigen. Okay. Ist frisch gestochen, tut weh. Also das ist halt eine Siegesrune und du bist halt ein Fan der Wikinger und deswegen hast du es dir machen lassen. Genau. Okay. Mehr ist es okay. Für mich nicht. Weichreiter, das ist YouTube. Genau, YouTube. Okay, möchtet ihr noch was loswerden? Nee, ich habe, denke ich, mal alles gesagt. Ja. Dass halt die Männer können eigentlich ruhig in den Krieg ziehen. Das war damals bei uns nicht anders gewesen, wo der Krieg ausgebrochen ist. Und dementsprechend. Da haben sie die Deutschen, die aus dem letzten Gebiet geflüchtet sind, vor deutschen Haustüren sitzen lassen. Ja. Die haben sie nicht reingelassen. Jetzt heutzutage die Flüchtlinge, die herkommen, die sich nicht ans Gesetz halten wollen, die sich auch nicht integrieren wollen. Damals haben die Deutschen vor der Türe verhungern lassen. Wenn nichts da ist, kann man auch nichts geben. Ne? Ja. Aber ein warmes Bett hätte man geben können oder einen warmen Raum. Die mussten auf der Straße schlafen damals. Noch nur weil sie geflohen sind, weil sie dem damaligen Führer nicht gehorcht haben, weil Gott. Sie... Das macht hier die Technik Mist. Das ist ärgerlich. Ja, jetzt mach mal gute alte Muskelarbeit, das geht ja auch. Weil noch. Sie einfach nur gesagt haben, wir haben jetzt die Schnauze voll von dem Krieg, wir wollen zurück nach Deutschland. Wo wir hergekommen sind, wir verzichten jetzt auf unser zugesetztes Land. Jetzt machen wir noch ein anderes Fass auf, und zwar, wie viele Geschlechter sind hier? Zwei. Mehr gibt's nicht. Okay, gut, dann weiß ich das. Aber es ist halt immer, man muss das ja auch so sehen, es gibt für mich nur zwei Geschlechter. Und da muss man merkt das ja schon bei der Geburt. Entweder es hat einen Pimmel oder es hat eine Fotze. Hey, vulgär, wir sind hier bei YouTube, ja. Ja, Vagina. Ja. Oder man hat eine Vagina. So, da gibt's nichts anderes. So, für mich jetzt. So, was die anderen denken, was die machen. Von mir aus können sie sich umoperieren lassen. Von mir aber aus. Ich glaube, es gibt sogar Menschen, die haben, sind werden transsexuell geboren, also wo man irgendwie beides hat. Die sollen es ruhig machen, von mir aus. Also, die sollen mir damit nicht auf den Sack gehen. Ja. Und so, ich sag mal so, ich hab auch noch Kontakt mit einem Transvestiten. Mhm. Ich verstehe mich auch ganz gut mit ihm. Das Einzige, was bei mir mit ihm auseinandergeht, ist die Meinung zwischen den Ausländern und mir. Aber sonst... Es ist halt von den Linksextremisten, es wird da nicht zugehört. Oder es wird ja nicht. Wir haben es ja wirklich schon heute versucht gehabt. So, und wenn sie auch ganz genau zuhören, wir haben ja einfach bloß Bedenken, wir haben ja einfach bloß Sorgen. So, und das ist halt jetzt nicht, wo man sagt, so, weil es ist jetzt unbegründet. Ja. Ja, es ist, man hört da so viel überall und es ist, die Sorgen von mir bestehen gerade, wenn ich jetzt ein Kind zur Welt bringe. Also, eine Freundin von mir, sagen wir es mal so. Okay, also du bist ein Mann, du siehst dich selbst als Mann. Wenn ich jetzt eine Tochter zur Welt bringe und die jetzt noch Chemnitz zur Schule geht, wie ich jetzt während der Ausbildung war. Chemnitz, dort sieht man es regelmäßig, da waren Frauen angefasst, allen drum und dran. Dann stehe ich da als, da wird mein Bus dann hingestellt als Held, weil man da einfach mal Zivilcourage gezeigt hat, was kein anderer mehr macht. Ja, die ist selten geworden heutzutage, das ist richtig. Hab ich auch selber gemerkt. Weil die vom Dorf kommen, die wissen noch, was Zivilcourage ist. Dass man mal für andere einsteht. Ich hab's jetzt in Chemnitz zum Beispiel durch, auch bei einer Deutschen. Die war alkoholabhängig, hat dort eine Familie mit Kindern, ist die angegangen. Dort bin ich als Einzigster zwischen die Familie und der Betrunkenen.
Da wurde man dann im Bus noch von anderen angequatscht, als Held gefeiert, nur weil man einfach mal gezeigt hat, wofür man steht, dass einfach Frauen und Familie überall gehen. Die Familie ist generell wichtig, das ist auch was, was unbedingt erhaltenswert ist. Und davor habe ich einfach Angst. Wenn ich jetzt ein Kind, also meine Freundin, die ich jetzt habe, zur Welt bringt, wie wird das aufleben? Ich denke aber, deine Eltern hatten vielleicht auch schon irgendwo Angst, wie es mit dir war, irgendwann wird und haben sich trotzdem für dich entschieden. Einfach auf die Frage von den Antifa zurückzukommen. Die haben ja ganz am Anfang gefragt, ob das anerzogen ist. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die Antifa unterstützt. Ich bin dort auch, stehe ich gerade nicht mehr gut da, weil ich einfach hier stehe, wo es wichtig ist. Was sagen die zu dir? Also für meinen Vater, für meinen Stiefvater bin ich ein Putin-Freund, weil ich gesagt habe, dass Putin nicht so schlimm wie Hitler ist. Mein Stiefvater macht Putin einfach alles richtig. Wir liefern auch richtig die Waffen. Ich sage, stoppt die Waffenlieferungen. Ja. Stoppt einfach alles. Lass die Ukraine machen, was sie will. Ja. Und was soll denn da passieren? Hätten wir die Sanktionen nicht ausgehandelt, würden wir jetzt hier nicht in der Ölkrise sitzen. In der Gaskrise. Alle Krise. Flüchtlingskrise, Facharbeiterkrise, Inflation, Rezessionskrise, Finanzkrise. Und wo wir gerade bei den Facharbeitern sind, gegen die Facharbeiter, die von irgendeinem anderen Land jetzt gelernt sind und herkommen, habe ich nichts. Ich komme selber vom Bau. Ich weiß, was die Facharbeitermangel gerade anstellt. Wir sind pro Tag auf 3-4 Baustellen, dass es dort einfach weitergeht. Okay, ist klar. Wo einfach Fachkräftemangel ist. Jetzt möchtest du noch was Abschließendes loswerden? Mein Abschließendes, das ist einfach, die sich nicht an Regeln halten, die sollen in ihr Heimatland, machen wir es wie die Schweiz einfach, die in ihrem Heimatland Urlaub machen, sollen in ihr Land zurückkehren, weil wenn man dort Urlaub machen kann, kann es nicht so schlimm sein. Also die Flüchtlinge meinst du, ne? Ja. Wenn man da Urlaub machen kann, kann es keinen Flüchtlingsgrund mehr geben. Gut, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit, alles Gute, ne? Und man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Ja. Gut, dann war es das von mir jetzt auch. Wir fahren wieder nach Hause, schauen mal nach, ob mein Auto noch steht oder ob das brennt. Ja, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich lese noch ganz schnell Kommentare zu dem nächsten Ereignis. Ach ja, für euch interessiert vielleicht noch, wie es ausgegangen ist mit Bernd und dem Freien Radio und Volker, den Anmeldern von der Montagsdemo. Wir sind morgen um 10 Uhr mit eingeladen zu einem Dialoggespräch zwischen den zwei Montagsspaziergänger-Anführern, die sich treffen werden, miteinander reden. Wir dürfen das Ganze leider nicht live machen. Das war ein expliziter Wunsch von Bernd, der das nicht möchte. Wir dürfen aber so dabei sein und das Ganze filmen und dann bestenfalls im Nachhinein veröffentlichen, wenn niemand etwas dagegen hat. Ich sage einmal, fast Transparenz ist immer noch besser wie gar keiner. Von daher freut euch, auf morgen werde ich das hochladen. Und am Freitag sind wir bei der AfD-Kundgebung. Ja, bitte, bitte, gerne für den Stream. Auf Wiedersehen. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen. Antifaschistische Grüße noch. Und ja, auf bald. Ciao, ciao.